Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ihr habt es schon gelesen. Es wird richtig kacke. Hoffentlich. Geht um ein Scheißthema, genau. Geht um ein Scheißthema, aber für uns ein sehr wichtiges Thema. Und für viele andere auch. Und wann kommt es? Jetzt, nach unserem Intro. Genau so ist es. So, nachdem man das verkackt hat, bleiben wir noch bei dem Thema. Genau. Warum ich jetzt nämlich eine Jacke anhabe, ja, was soll ich sagen? Ich werde mich jetzt gleich vor den Scheißhausauslass setzen und werde gleich anfangen, draußen mal zu gucken nach dem Schalter. Denn es muss ein Schalter eingebaut werden. Und wie das funktioniert, damit kommt ihr jetzt gleich mit raus. Das seht ihr nämlich gleich. Ja, und was ich aber nicht verstehe, er guckt halt in die Toilette. Also, wir haben auch ein Tablet. Kein spannendes Thema. Er kann sich was anderes anschauen, aber er will unbedingt das anschauen. Und wie gesagt, darum geht's ja. Ne? Wir bauen den Sog ein. Und zwar haben wir ja in unserem Magdeburg-Video schon gesagt, viele bauen es immer gerne standardmäßig in die Tür ein. Genau, in die Toilettenklappe sozusagen. Genau, dann gibt es ja noch die mit dem Auslass oben. Richtig. Aber wir haben es beim Teddy gesehen, es ist wirklich wunderbar und deshalb haben wir entschieden, wir machen es anders wie viele anderen, wir machen den Bodenauslass. Man muss ja nicht unbedingt sofort sehen, wo der Gestank herkommt, ne? Genau, und wie das Ganze funktioniert hier in so einem Kastenwagen, das da nehmen wir euch natürlich mit, das zeigen wir euch im Detail. Und ja, ich bin selbst gespannt, also ein paar Sachen muss man halt noch zusätzlich so kaufen. Das erzählen wir euch auch, was wir noch an Materialien gekauft haben. Also das heißt, das listen wir dann hier auch dementsprechend noch auf zum Schluss. Ja, so, dann gehst du jetzt mal raus und guckst mal in die Toilette, wie spät das ist. So machen wir das. Beginnen tun wir jetzt also erstmal mit dem Kasten. Das Ganze befindet sich in dem Kasten drinnen. Das heißt, wir haben mehrere Tütchen. Unter anderem hier so ein Schalter, so ein Mikroschalter, der in die Toilette nämlich eingebaut werden muss. Dann habe ich noch was anderes reingelegt schon, da ist ein roter Zettel drin. Das ist nämlich die Zwangsentlüftung. Diese Klappe, die muss raus. Wenn man die nicht rausnimmt, dann würde der Sog im Prinzip nicht durch das Öffnungsloch, wo man im Prinzip dann was reinmacht, sage ich mal von oben, durchziehen, die Gerüche rausziehen, sondern er würde von unten das Ganze anziehen. Und das würde uns ja nicht so viel bringen, also muss das Ding auch raus. Dann gibt es natürlich noch Montageanleitungen, es gibt noch diverse Schläuche hier drinne. Es gibt auch noch solche Rohre, da werden wir nämlich noch einige zu brauchen, noch zusätzliche. Ganz wichtig ist natürlich der Motor, der dafür sorgt, dass der Geruch rausgezogen wird. Ja, und natürlich auch noch ein grüner Filter, der sich noch weiter unten befindet. Ich starte jetzt mit dem Verbau des Mikroschalters. Dieser wird nämlich, versucht das mal zu zeigen, hier oben befestigt und dort gibt es so einen Regler hier, der dann im Prinzip diesen Kontakt schaltet. Wie das im Einzelnen funktioniert, ich probiere das jetzt aus und das zeige ich euch dann. Ich habe das jetzt einfach schon mal angeklebt, denn mehr war bisher nicht erforderlich. Ihr seht es da oben. Rechts in der Ecke ist jetzt ein Bügel dazu gekommen, das ist nämlich der Mikroschalter hier. Und wenn ich jetzt dieses Ding drehe, schaltet er sozusagen sich frei. Hier ist also der Schalter dran, der sozusagen dafür sorgt, an, aus, beziehungsweise jetzt ist es an und wenn ich drauf drücke, ist es aus. Das heißt, wenn dieser Riegel also wieder zuschiebt, dann ist der Schalter gedrückt und das Ganze ist wieder geschlossen. Der Stromkreis ist geschlossen. Was ich jetzt noch machen muss, ist eine Schraube hier rein. Das ist von der Anleitung vorgesehen. Und dann dieses Kabel hier schön mit Kabelklebepads und Kabelbindern hier dran lang zu verlegen. Und dann müssen natürlich diese Leitungen hier angeschlossen werden. Und diese andere Leitung muss dann zum Motor hingehen. Wie das dann weitergeht, zeige ich euch gleich im nächsten Step. So, wie man sehen kann, Schraube ist drin, dort hinten. Kabelbinder mit Klebepads befestigen das Ganze hier. Das Kabel habe ich hier an die Seite rausgeführt. Hier vorne hängt dann der Rest rum. Den müssen wir also auch noch gleich verbauen, aber das geht gleich woanders weiter. Und als nächstes ist jetzt laut Anleitung
notwendig, dass wir ein Loch in diesen Deckel reinschrauben, also bohren. Und dann kommt da von dieser Seite der Stopfen auch schon gleich rein. Das heißt, da kommt dann der Schlauch aufgesteckt. Zeige ich euch gleich im Weiteren. Den Messbecher habe ich jetzt hier im Prinzip mit durchgebohrt und dadurch ist er rausgefallen. Den brauchen wir ja auch gar nicht mehr. Das habe ich nicht gewusst, dass man den da rausnehmen konnte. Ja, ihr seht jetzt im Prinzip hier den Deckel. Ich schraube ihn auch nochmal ab. Also das ist im Prinzip jetzt nichts anderes wie ein Verschluss. Und das war's, also das reicht auf jeden Fall aus. Und der Schlauch wird dann im Prinzip hier, plopp, aufgesetzt, reingepackt. Und das war's dann. Aber das folgt dann später, wenn der Schlauch verlegt ist. Ja, was soll ich sagen, im Endeffekt war das eine sehr einfache Geschichte. Ich habe hier an der Seite die ganzen Kabel gefunden. Es geht nämlich um die rote Leitung und um die schwarze Leitung. Die ist im Verbund mit Rot, Schwarz, Grau und Lila. Das heißt, das ist dieser Block hier an der Seite. Und ich habe das jetzt einfach mal testweise hier so zusammengesetzt. Und das ist jetzt einfach so, wenn ich jetzt den Schalter hier oben betätige, also sprich die Verriegelung. Wartet mal, mal sehen, ob ihr das gleich sehen könnt. So, dann fängt der Motor an zu laufen. Mal sehen, ob man es hören kann. Und wenn ich ihn dann wieder zumache, hört er auf. Also eine simple Sache, funktionieren tut das System schon mal. Kurz gesagt, eine schnelle, saubere Sache. Wir sind jetzt hier durch. Was ich noch gemacht habe, ist hier noch das Schild hier aufgeklebt. Das ist der Filter. Dann kann man das hier in der Klappe gleich sehen, wann hat man den denn eingebaut. Wann ist der nächste Filterwechsel fällig. Genau. Und was ich noch mache, ist, ich klebe hier auf diese Kassette gleich noch einen Aufkleber. Das blenden wir euch jetzt hier mal ein. Und zwar gab es so einen Kunststoffaufkleber dazu, sehr hochwertig finde ich, dass wir ab jetzt hier den Sog verwenden, also keine Chemie mehr benutzen. Und das sieht man dann sozusagen auch gleich auf dem Campingplatz, wenn man die Toilette dann entsorgt. Na, wie war das Programm? Kacke oder? Nö, das war super einfach. Also ist eine tolle Vorbereitung von Sog, kann ich echt nicht meckern. Super easy beschildert und so weiter. Also dieses, was ich jetzt gemacht habe, war alles noch Standard. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Teil, wo es ein bisschen anders wird, wie vielleicht, ich das sag mal, in den meisten Fällen nämlich der Fall ist. Aber ich habe eine Anleitung von Sog. Die haben nämlich schon mal in Malibu eine Unterbodenvariante eingebaut. In Karthago aber. Nee, in ein Malibu. In ein Malibu? In ein Malibu-Van. Wow. Genau, es ging nur halt, da ist es ein anderes Holz gewesen. Also das ist nicht dieses helle Holz gewesen, sondern dieses dunkle, dieses Kirsche, sag ich mal. Ja, das ist ja egal, das ist ja Wumpe. Genau, und da habe ich nämlich eine bebilderte Anleitung, die habe ich da oben, die hole ich mir jetzt gleich. Und nach der Anleitung baue ich jetzt gleich die andere Variante sozusagen. Aber ich habe mal eine Frage, weil ist das jetzt in der Anleitung schon so drin oder ist das jetzt von dir? Weil wir waren ja gestern noch im Berger und haben noch ein bisschen Material dazu gekauft. Ja, richtig. Also das ist nicht, da schreibt so gar nichts, was man an Materialien noch braucht. Da ein bisschen muss man da sich selber so ein bisschen austüfteln. Das erkläre ich euch aber, was ihr genau noch braucht. So ein paar Kurven und so weiter, damit das besser auch mit dem Filter hält und so weiter. Aber das kommt gleich, wenn wir dann da anfangen zu bauen. Also es ist im Prinzip nur eine bebilderte Anleitung nochmal von Sog, wo sie diese Unterbodenvariante, den Filter vor allen Dingen hingebaut haben, denn der Filter ist ja etwas größer und der muss ja auch irgendwo Platz finden. Mhm. Und mehr ist es halt einfach nicht. Ne? Also das heißt, so die Rohre, Kurven, was auch immer man sonst noch braucht, Schläuche natürlich. Wir haben 3 Meter Schlauch, 3 Meter Schlauch nämlich neu gekauft. Und den muss man zum Beispiel auch haben, aber... Genau, okay. Das listen wir nochmal auf. Das erklärst du dann gleich. Und vor allen Dingen zum Schluss machen wir eine komplette Liste, damit ihr wisst, was braucht ihr noch zusätzlich. Bei einer Unterbodenvariante in einem Kastenwagen, jetzt in unserem Beispiel in einem Malibu. Genau. In jedem anderen kann es ja auch andere Leitungen sein. Das heißt, entweder weiter weg oder näher dran. Da ist das vielleicht gar nicht das Problem. Wie auch immer. Da muss man halt dann immer gucken. Ne? Genau. Ja, dann würde ich sagen, du bastelst weiter und ich werde weiter schneiden. Genau. Viel Spaß. Ich habe mich nach hier hinten rein verkrümelt und habe mal dieses Brett hier abgeschraubt. Das ist zumindest bei uns so. Auf dem Bild, wo Sog sagt, wie man das durchbohrt, oder beziehungsweise hier wird dieser Filter hinter der Toilette sozusagen auf die linke Seite an die Rohre gebaut.
Da gab es diese Revisionsöffnung nicht. Das ist diese Revisionsöffnung zur Heizung. Man sieht die nämlich dahinter. An sich ist das kein Problem. Man muss halt, wenn man diese Revisionsöffnung öffnen möchte, muss man halt den Filter vorher abbauen. Aber gut, komm. Also auf die paar Minuten kommt es dann auch nicht drauf an. Denn ich baue das Ganze relativ simpel, dass das ein Klicksystem ist. Das zeige ich euch dann nochmal. Was ich jetzt mache, ist die Revisionsöffnung wieder ran. Und dann kommt dort dieser Abstandshalter hier, der kommt dann da reingeschraubt und in diese Schlauchschelle sozusagen klicke ich einfach nur den Filter dann ein. Ja, aber wie das dann aussieht, das zeige ich euch gleich, wenn ich es gebaut habe. So, was habe ich jetzt hier gemacht? Ich habe eine Schelle hier unten angebracht, kann man da sehen. Da habe ich jetzt im Prinzip dieses Rohr eingesteckt. Hier ist eine Kurve drauf, dass das in die Richtung dann durchgeht. Da muss ich noch ein Loch durchbohren. Oberhalb sitzt der Motor, also sprich hier auf dieser Seite. Dann bin ich mit einer Kurve rumgegangen und hier hinten im Prinzip mit einem Schlauch raus. Dieser Schlauch geht jetzt schon in die Kassette. Das heißt, der geht hier hinten einmal dran lang, geht hinten in das Loch, was wir reingebohrt haben, in den Deckel. Ja, das zeige ich euch nochmal kurz von außen. Das könnt ihr jetzt im Prinzip von dieser Seite hier sehen. Ich entriegel mal kurz. So. Seht ihr, da geht der Schlauch lang. Na, also führt sich hier vorne dran lang. Ist vollkommen ausreichend, also das ist super. Und hat genug Luft hier hinten. Ja, da passiert auch nichts. Also wichtig ist, man sollte keinen Siphon bilden. Also das heißt, er sollte nicht so liegen, weil sonst die Feuchtigkeit, die aus der Toilette rauskommen könnte, sich hier ablagert und dann zieht der Motor diese gesamte Feuchtigkeit an, weil das ja hier dann im Prinzip voll ist und dadurch kann dann der Motor kaputt gehen. Das wollen wir also nicht, das heißt immer darauf achten, dass der Schlauch ein bisschen weit oben liegt und dann im Prinzip auch ablaufen kann. Das ist hier jetzt kein Problem, ich mache das hier hinten noch mal ein bisschen mit Kabelbindern, denke ich, fixiere ich das, aber das kommt im späteren Moment. Ja, jetzt geht es erstmal weiter im Inneren, das heißt Loch durchbohren. So, nun sieht das Ganze etwas vernünftiger aus. Ich habe jetzt hier im Prinzip die Schläuche alle gesetzt, habe hier Schellen gemacht. Da muss ich die Schelle noch ein bisschen, wie soll ich sagen, klemmen. Also da muss ich noch was zwischenpacken, damit der Schlauch da ein bisschen besser drin hält, aber das kriegt man hin. Das Kabel, das ist dieses hier, das habe ich jetzt auch schon angeschlossen. Da muss ich nur noch die Masse verbinden und dann hat das Ganze auch Strom. Und dann werde ich das hier auch drin verpacken, an dem Schlauch entlang, dass das bis hinten zur Toilettenkassette geht. Das ist ja hier hinten drinne. Ja, was habe ich noch gemacht? Hier unten habe ich noch ein Loch durchgebohrt und bin dann im Prinzip in die Richtung zur Heizung hin. Habe das Kabel oder beziehungsweise das Rohr dann da lang gelegt. Das zeige ich euch gleich nochmal auf der Seite der Heizungsseite. Was ich jetzt noch machen muss, ist das Loch nach unten rausbohren. Und da nehme ich euch jetzt mit, das schauen wir uns jetzt zusammen mal draußen an. Meistens kommt es dann doch anders, und also erstens kommt es anders, zweitens wie man denkt, so heißt es. Ja, wir haben jetzt, also ihr seht, ich bin hinten am Heck und habe sogar schon ein Loch gebohrt, weil ich erstmal sehen musste, wie läuft das eigentlich da hinten. Das ist ehrlich gesagt gar kein Problem, denn es ist so, dass hier hinten gar kein Blech mehr ist, denn wir haben nur eine Isolierung. Ich habe nämlich durch die Isolierung beim Frostblech da durchgebohrt, in der Nähe sozusagen. Da setze ich das Dingens hier an, das zeige ich euch gleich mal. Und da haben wir nur so ein Stück Isolierung, das ist so eine Kunststoffisolierung. Die kann man sehr einfach durchbohren, also das ging ganz einfach. Ich habe hier so eine Bohrhülse. Und mit der konnte ich da, das ist 28 mm, da konnte ich sehr einfach durch. Und dann gucken wir uns doch mal unterm Auto das Ganze jetzt zusammen an. Da musste ich doch eben nochmal das Mikrofon ein bisschen anders stellen und ja, die Kamera auch umstellen. Also wir haben jetzt hier ein Loch drin. Das ist in der Nähe des Frostwächters. Ja, hier geht ein Blech rüber, das versetze ich jetzt gleich. Dieses Blech habe ich abgeschraubt. Das ist einmal rechts verbunden dort mit einer Imbusschraube und ich kann das dann einfach hier rüber setzen, das kriegen wir schon hin. Oder in die Richtung, also ich überlege mir da was, dass ich das versetze. Das ist also kein Problem und ja, hier ist im Prinzip dieses Loch jetzt drinne und da werde ich jetzt im Prinzip den Auslass
durchsetzen und den natürlich auch verkleben. Also das mache ich jetzt gleich schön sauber und dann wird das schön verklebt. Und ach Gott, von unten kommt dann dieses Teil hier angeschraubt. Das ist nämlich dafür da, dass das hier ist nochmal ein Dichtring, dass das nochmal abdichtet. Von unten machen wir hier schön Kleber drauf, dass das hier schön dran klebt. Und dann kommen da vier Schrauben durch und dann passiert da auch gar nichts dran. Ja, und wie es dann von oben aussieht, das zeige ich euch gleich. Einmal eingeschmiert. Ich habe das jetzt hier schön abgeschrägt, damit das im Prinzip nicht der Fahrtwind rein kann, sondern im Prinzip draußen bleibt. Das wird also dementsprechend nach hinten gepackt. So kann der Fahrtwind dran vorbei, ohne dass er es reindrückt. Ja, jetzt heißt das Ding hier nehmen. Dann muss das dazwischen durchgefusselt werden. Bisschen fummelig, aber geht alles. Zack, zack. So. Jetzt muss ich mal gucken, einmal ran und dann kommen hier gleich die Schrauben rein. Schrauben habe ich da hinten noch liegen. Also ihr müsst das Fahrzeug natürlich auf Böcke stellen, das habe ich hier auch getan, damit ihr ein bisschen besser rankommt. Das sind die Edelstahlschrauben, die werden dann an der Seite durchgesetzt und dann verschraubt. Das geht auch sehr einfach, weil es ist ja nur so ein bisschen Kunststoff, ein bisschen mehr Sikaflex. Wir haben nämlich Sikaflex genommen zum Abdichten, ein bisschen mehr Sikaflex aufbringen. So dichtet das dann nochmal schön ab, auch an die Seiten hin. Das zieht sich dann sozusagen ran. Ich lasse ein bisschen Luft dann noch zwischen, also ganz fest mache ich sie noch nicht. Erstmal alle Schrauben ran. Noch die letzte. So, jetzt wird das alles schön gefühlsmäßig angezogen. Nicht zu doll, weil das ist ja nur Kunststoff. In Kunststoff reinzuschrauben, das hält natürlich sonst nicht so dolle. Ist halt kein Holz. Also muss man das gefühlvoll machen. Wirklich nur leicht handfest, das reicht auch aus, weil das Restliche macht dann das Sikaflex auch. So, das war es eigentlich schon von unten. Relativ simpel. Jetzt gucke ich nach oben. Da muss ich jetzt noch den Winkel draufsetzen. Und was ich nicht vergessen darf, ist das Blech. Weil dieses Blech, das muss natürlich wieder angeschraubt werden. Da muss ich mir etwas anderes Loch bohren, aber das ist kein Problem. Das geht ganz einfach und ruckzuck. Das mache ich gleich. So, ganz einfache Geschichte. Ich habe jetzt im Prinzip hier dieses Blech da wieder neu verschraubt, hab's hier an dran lang gelegt. So haben wir halt auch hier diese Wirkung sozusagen, dass dieses Blech hier oder beziehungsweise dieses Kunststoffteil nicht abgehen kann. Hier hinten wieder die Schraube angezogen. Ja, und so sieht das Ganze jetzt von unten aus. Ich finde sehr sauber und von der alten Schraube, da habe ich auch ein bisschen Sikaflex drauf gemacht. Das ist nämlich dieser Punkt gewesen. Ist auch nochmal ganz wichtig, dass man alle offenen Stellen natürlich zumacht. Sorry, wenn ich ein bisschen mit der Kamera wackel. Das ist hier sehr anstrengend hier unter. Also komme ich jetzt mal raus. Ja, innen drin habe ich das Rohr schon angesetzt. Ich brauche noch einen Adapter. Den kaufen wir noch nächste Woche. Das zeige ich euch dann nochmal kurz. Das heißt nochmal eingeblendet. Auch auf dem Foto, wie das jetzt aussieht. Im Endeffekt ist es nur von oben es würde auch so eine Schräge reichen, also im Prinzip so ein 45 Grad Winkel, den habe ich allerdings nicht. Und daher habe ich so ein Zuführstück genommen. Also blende ich euch jetzt mal ein. Das ist halt so ein Abzweig sozusagen, habe dann von oben es zugemacht. Im Endeffekt kann man so sagen, wenn man von oben den Stöpsel abmacht, dann ist das fast wie eine Revisionsöffnung und ist jetzt an sich auch nicht schlecht. Aber wir gucken jetzt trotzdem nochmal so, wie es von oben aussieht im fertigen Zustand, so wie ich es jetzt habe, und dann werden wir das im Prinzip auch gleich mal testen können. Und zwar
sieht das Ganze jetzt so aus. Ich muss jetzt da noch mal ein bisschen Licht machen. So, ist glaube ich ein bisschen besser. Ja, aber ich denke, das ist eine gute Lösung. Und wie gesagt, diese Seite hier, also sprich da an der Stelle, da kommt noch eine Revisionsöffnung rein, also beziehungsweise noch so ein Adapter, so ein kleines Stückchen. Ja, und auch hier ist das der Schlauch nicht immer schön abfallend gelegt und nicht ist kein Siphon, dass sich der bildet. Das ist auch wichtig, also achtet da drauf und dann kommt ihr, habt ihr auch da gar keine Probleme und eigentlich immer Freude daran. Ja, jetzt heißt es noch Stecker rein und die Kabel so ein bisschen verlegen und wenn das fertig ist, dann das zeige ich euch dann nochmal. Jetzt fängt gerade hier die Heizung an zu stinken. Logischerweise haben wir ja diese, ist ja klar. Das ist hier die Zwangsentlüftung, die muss raus. Das war ja dieses Schild hier. Es ist wichtig, also diese Zwangsentlüftung rauszunehmen. Denn ab sofort macht das der Sog. Und ja, was ich noch machen möchte, ist, das Ding soll ja noch an die Kassette dran. Also sprich mit dem Bindfaden. Den habe ich hier schon liegen. Und Kabelbinder habe ich auch schon. Denn ich muss ja jetzt hier noch ein bisschen die Kabel hier schön machen, dass sie noch vernünftig liegen. Und ja, das mache ich jetzt und dann blende ich mal Fotos ein. To burn me to the ground. Is it that easy? Saying my name to hear the sound. Never release me. It's kept in a box marked lost and found. One of these days I think I'm gonna turn it upside down. That's how it goes when you're only for another smell. That's all I never had. I can't regret. Even though I'm maybe sad, it's just the sweetest thing I've. Bist fertig mit dem Sog? Ja, soweit. Hat alles gut geklappt. Also alles sehr unkomplizierter, als ich gedacht habe. Ja. So, vor allen Dingen, ehrlich gesagt, der Bodendurchlass. Der habe ich gedacht, naja, durch das Metall durchbohren, mal sehen, nicht, dass da Leitungen langlaufen. Nö, brauchte ich gar nicht. Weil gut Isolierung. Selbst ich lag zum ersten Mal unter diesem Auto und war sehr überrascht, was da los ist. Vorne weg, bevor wir zum Endkommentar des Videos hier kommen, wir lesen es immer wieder, Trockentrenntoilette, Trockentrenntoilette, Trockentrenntoilette. Das ist kein Thema für uns. Wir sind mit dem Sog sehr zufrieden, was wir aus dem Pepper schon kennen. Jetzt hätten ihn gerne schon in unserem Kuwi gehabt. Jetzt haben wir ihn endlich hier eingebaut, ja, weil wir einfach sagen, das ist ein vernünftiges Mittel. Wir können auf Chemie verzichten und im Endeffekt kann man das genauso auf den Rastplätzen entsorgen wie anders auch. Das ist kein Problem. Und ganz ehrlich, sorry, wenn ihr mit der Trockentrenntoilette durch die Gegend lauft, also sprich mit dem Behälter Urin, da weiß auch jeder, was da drin ist. Also genau. Von daher ist es auch egal, ob ich nun diese Kassette habe oder eine kleinere. Also genau, die gucken einen so oder so blöde an. Und solange es Deutschland nicht schafft, wie in der Schweiz zum Beispiel oder auch Norwegen, vernünftige Entsorgungsstationen zu machen, werden wir immer das Thema. Wir sind keine Fans der TTT, hat alles seine Vor- und Nachteile. Wir mögen es nicht, hat nun auch mit entsprechenden Essensvertragen zu tun. Wie ja, gut, das ist einfach Nahrungsaufnahme und kein Thema für uns. Deshalb haben wir uns für den Sog 2 entschieden. Nochmal, das ist keine Werbung, haben wir selbst bezahlt und sind damit sehr, sehr zufrieden, gerade weil es die Boden auslastet ist. Man sieht nichts. Genau, und falls es euch interessiert, wie lange hat das Ganze ungefähr gedauert? Also natürlich habe ich einiges vorbereitet. Material blenden wir euch jetzt hierbei nochmal mit ein, was wir denn noch als zusätzliches Material benutzt haben. Und Einbauzeit war so knapp 2 Stunden. Wovon eine halbe Stunde allein rein und raus gehört. Ja, das ganze Suchen und hin und her. Also ihr müsst das am besten noch das Werkzeug alles parat haben, was ihr dann braucht. Dementsprechend Bohrer und ja Zange. Dann habe ich ja noch die ganze Zeit geguckt, wie ist das mit den Kabelbindern, passt das alles?
das passt auch alles jetzt soweit, aber erstmal hat man irgendwo das alles festgebunden und dann gemerkt, oh, passt nicht, dann musstest du nochmal lösen. Also das ist halt einfach so. Aber eine Sache, wie gesagt, von maximal 2 Stunden. Genau. Und da müssen wir auch sagen, Sog hat das richtig gut verbaut. Also die haben alles gut vorbereitet, weil die Schalter und so weiter, das ist alles easy. Also das Einbauen in die Toilettenkassette selber war total einfach. Nee, die Anleitung ist hinten in der Kiste drinne. Da liegt sie gut. Genau, auf jeden Fall alles bebilderte Anleitung und so weiter, auch beschrieben, wo muss ich an den Strom ran und so weiter. Also auch null Problem. Ja, und dann habe ich halt noch einen zusätzlichen Zettel, den zeige ich euch nochmal. Den habe ich nämlich hier, glaube ich. Ja. Es gibt nämlich für viele Fahrzeuge, so sieht das Ganze aus, von Sog selber eine kleine Übersicht, wie man dementsprechend an welchen Positionen man was verbaut, und das war halt kein Problem. Das habe ich ganz gut gemacht. Kleines bisschen anders gebaut, als Sog das gebaut hat, aber das ist nur ein bisschen, also das ist nicht so schlimm. Ja. Deshalb. Wir werden jetzt das wunderbar austesten, ausnutzen die ganze Zeit, und wir wissen, Sog, Technik ersetzt Chemie. Wir sind froh darüber, denn Chemie, das muss echt nicht mehr sein. Genau. Falls ihr Fragen zu diesem Video habt, dann gerne runter in die Kommentare. Wir werden versuchen, so schnell wie möglich diese zu beantworten. Und dann würde ich sagen, frohen Tschüss. Nee, das wollen wir nicht haben. Wir sagen, bleibt gesund. Und viel Spaß beim Basteln vor allen Dingen. Genau, in diesem Sinne, allzeit gute Fahrt. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.